Was sind die Grundgesetze einer allgemeinen physikalischen Systemtheorie? Da ist zuerst einmal die Zuordnung zwischen der Energiestromstärke und einer Mengenstromstärke. Die Mengen habe ich in meinem letzten Video eingeführt. Und der Zusammenhang geht über das Potential. Das heißt, Potential mal Mengenstromstärke gibt den zugeordneten Energiestrom. Zum Beispiel Druck mal Volumenstromstärke gibt die mittransportierte Energie pro Zeit. Modelica formuliert, in jedem Knoten, wo mehrere Konnektoren zusammengefügt werden, folgende Gleichungen. Zuerst wird mal der Knotensatz formuliert, das garantiert die Mengenerhaltung, und dann werden alle Potentiale gleichgesetzt. Im Innern eines Speichers kommt dann die Mengenbilanz. Das heißt, sämtliche Mengenstromstärken werden zusammengezählt und das entspricht dann der Änderungsrate einer Menge. Also zum Beispiel die Summe aller Kräfte ist die Änderungsrate des Impulsinhalts. Für die Energie kann man eine völlig analoge Gleichung aufstellen und jetzt kann man den zugeordneten Energiestrom hier einsetzen und dann kann man für die Mengenstromstärke in der Energiestromstärke diese Beziehung einsetzen und so bekommt man dann für homogene Speicher diese grundlegende Beziehung. Es funktioniert nur, wenn die Potentiale für alle Ströme gleich sind, deshalb homogene Speicher. Diese Gleichung kann man jetzt noch mit dem Zeitschritt multiplizieren und dann bekommt man eine zeitunabhängige Speicherformulierung. Wir definieren jetzt eine Kapazität, das heißt die Änderung der Menge in einem System ist Kapazität mal Änderung des zugehörigen Potentials. Dann nehmen wir die Energiemengenzusammenhang von der letzten Gleichung, also vom letzten Folie, setzen dann für die Menge das Kapazitivgesetz ein und bekommen dann diese Formulierung. Jetzt gehen wir ins Flüssigkeitsbild über. Also im Flüssigkeitsbild erscheint die Erde als riesiger See bezüglich einer Menge und jeder Speicher ist dann ein Topf, der in diesem See steht. Er muss nicht zylinderförmig sein, aber er kann zylinderförmig sein. Und die Füllhöhe entspricht dann dem Potential. Und der Querschnitt, das ist dann die Kapazität. Jetzt kann man eine Menge der Erde entnehmen, zum Beispiel das hier, diese Menge d-Menge, und dann diese Menge zuführen. Und dann hat man Menge mal Pumphöhe. Menge mal Pumphöhe gibt die Energie. Sehr anschaulich. Nimmt man das zum Beispiel beim Impuls, dann ist der Impuls die Menge, also einfach eine Komponente des Impulses. Die Erde ist dann die Erde und ein Körper wird zu einem zylinderförmigen Topf und der Inhalt ist der Impuls. Die Kapazität ist die Masse und die Füllhöhe ist dann entsprechend die Geschwindigkeit. Dann ist Grundfläche mal Höhe. Der Impulsinhalt und Impulsinhalt mal mittlere Pumphöhe, das ist dann die kinetische Energie. Schauen wir das mal in der Zusammenstellung an. Wir haben also hier die verschiedenen Mengen, die sieben Mengen der klassischen Physik. Dann habe ich hier immer ein Beispiel gemacht. Also zur Masse gehört der Stausee. Da ist der Massenzuwachs Dichte mal Querschnitt mal Höhenzuwachs und die Energie kann dann geschrieben werden. G mal H, das ist das Gravitationspotential, mal den Massenzuwachs. Oder bei der elektrischen Ladung, da ist die Ladung gleich Kapazität mal Spannung und die Energie ist dann Spannung mal Ladungszuwachs. Oder eben beim Impuls, das ist ein Speicher, zum Beispiel ein Hammer. Der Impulsinhalt und die Energie wächst dann Geschwindigkeit mal Impulszuwachs. Beim Drehimpuls ist ein Speicher Schwungrad, da geht es um den Drehimpulsinhalt mit dem Massenträgheitsmoment. Hier, das ist das Hauptmassenträgheitsmoment in x Richtung.
und die Winkelgeschwindigkeit ist dann die Füllhöhe im Flüssigkeitsbild. Bei der Wärme ist die Entropie die Grundgröße und wir haben dann hier diesen kapazitiven Zusammenhang. Hier wird durch die Temperatur dividiert, weil die Kapazität eben nicht auf die Entropie definiert ist, sondern auf die Energie. Schauen wir uns nun an, was in Modelica davon realisiert ist. Gehen wir hier in die Bibliothek, in die Standard Library und schauen uns mal im Elektrischen um, und zwar analog. Und da die Basisgrößen und dann haben wir hier Kapazität und da sieht man das Bilanzgesetz. Der Strom ist Kapazität mal die Ableitung der Spannung. Das wird dann beim Simulieren integriert. Gehen wir mal in die Mechanik und nehmen da Translation, Komponenten, die Masse als Speicher, da hat man Masse mal Beschleunigung, das ist die Impulsänderungsrate, ist gleich die Summe der Kräfte, das sind die Impulsströme. Schauen wir uns die Rotation an und da hat man Massenträgheitsmoment, die Drehimpulsänderungsrate ist gleich der Summe der Drehmomente. In der Wärmelehre ist dann nicht die Entropie, die Größe, die hier betrachtet wird, sondern die Energie. Das hat dann natürlich entsprechende Konsequenzen. Aber man sieht hier schön das Bilanzgesetz für die Energie. Wenn man durch die Temperatur dividiert, bekommt man das Bilanzgesetz für die Entropie. Ich werde dann in einem späteren Video zeigen, wie die Systemphysik Modelica Bibliothek aufgebaut ist und die ist einiges konsequenter aufgebaut, dafür nicht so techniknah. Wenn man Modelica lernen will als Konzept, finde ich, sollte man sich mal mit der Systemphysik Bibliothek beschäftigen.